Das soll ich trinken? Warum? Was soll das heißen, das konserviert? Und wer ist eigentlich der Mann mit dem Hut? Der Körperweltenerfinder und Leichenpräparator Gunther von Hagens hat sich in einer Fragestunde den Bürgern der brandenburgischen Stadt Guben gestellt. Dort will er in einer ehemaligen Fabrik Scheiben aus plastinierten Leichen herstellen, besser bekannt als Wurst mit Gesicht. In 5 Jahren möchte Plastinator von Hagens in Guben bis zu 200 Arbeitsplätze schaffen. Und das Beste? Bezahlt wird man quasi nur fürs Rumstehen. Na, haben Sie auch schon mal über eine Körperspende nachgedacht? So schlecht ist das doch nicht. Ich meine, in so einer Ausstellung haben sie frische Luft, sind immer unter Leuten und können sich endlich mal ungestraft nackt zeigen. Moment, Moment, bevor sie jetzt gleich die Bewerbung losschicken, gucken sie sich wenigstens noch mal genau an, was da mit ihnen passiert. Und zwar auf der Website von Channel 4. Dort lief nämlich eine mehrteilige Show mit Gunther von Hagens, in der dieser live vor Publikum Leichen obduzierte und präparierte. Und alle diese Shows können sie sich auf dieser Seite noch mal angucken. Aus Respekt vor ihrem Frühstück verzichten wir jetzt aber mal auf Nahaufnahmen. How do you imagine your own death? Will it be peaceful? Will it be quick? Will you be old? Our death is a mystery to us. We cast it as an outsider, a thief, robbing us of our breath in an instant, without warning. Tja, bleibt nur zu hoffen, dass der Professor besser plastiniert als Englisch spricht. So, ich hoffe, Sie haben sich jetzt bei dem Anblick der Videos nicht in die... gemacht. Nicht? Gut, zur Sicherheit sollten Sie sich aber trotzdem eine neue Unterhose kaufen. Nein, nein, nicht zu der Sicherheit, sondern zur Sicherheit Ihrer Wertsachen. Dafür gibt's nämlich den Unterhosen-Safe, die perfekte Tarnung. Also wer da als Räuber noch rangeht, der hat sich das Geld auch verdient. Der Unterhosen-Safe kostet übrigens 9 Dollar. Kann man aber natürlich auch selber machen. Sie könnten aber auch mal eine richtige Designer-Unterhose kaufen. Ja genau, so eine für die ganz Coolen. Also nicht für Sie, sondern für Ihren iPod. Und dafür schauen Sie am besten mal bei iAttire vorbei. Da gibt es nämlich sexy Unterhosen für den iPod und iPod Mini. Aber nicht nur Unterhosen, natürlich auch Unterhemden oder schicke Boxershorts. Ja, oder jetzt, wo der Valentinstag vor der Tür steht, überraschen Sie Ihren Schatz doch mal mit einem schicken Negligé. Ich wette, dann spielt er alles, was Sie wollen. Hey, und vielleicht überrascht Sie Ihr iPod ja auch noch mit einem kleinen Strip. Also einem Comic-Strip. Den kann er nämlich mit dem Strip-Generator kinderleicht selber machen. Also könnte er, wenn er Internetzugang hätte und Hände. Zahllose User haben es jedenfalls schon gemacht. Gucken Sie mal in die Galerie. Und Sie können das auch. Also einfach Figuren auswählen, Gegenstände und ein paar Sprechblasen. Das Ganze noch platzieren und fertig. So, und wenn das Ganze dann doch nicht so schön geworden ist, wie Sie gehofft haben, dann entschädigen Sie Ihre Augen mit einem Besuch auf der Website des Fotografen John Hyde. Wild Things Photography heißt die. Und genau das gibt es da zu sehen. Fotos von wilden Tieren und Landschaften. Und zwar atemberaubend schöne, bei denen man sich ständig wünscht, dabei gewesen zu sein. Okay, bei manchen ist man auch froh, dass man nicht direkt daneben stand. Oh Gott, habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Es ist kurz vor WM. Jetzt aber schnell noch ein bisschen üben, damit das auch was wird mit dem Weltmeister. Also alle Mann und Frauen an die Maus und Ball hochhalten. Ich will Zahlen hören. Das war Ehrensenf, ich bin Katrin, tschüss. Feierabend. Halt. Der mit dem Hut hat seinen Safe vergessen.